Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Das erste Video nach einer längeren Pause, sei es sie gewollt oder ungewollt, fühlt sich für mich immer an, wie als würde ich das allererste Video überhaupt drehen. Es ist immer ein bisschen so eine Grundnervosität da, man überlegt sich seine Worte doch ein bisschen noch genauer. Ich weiß gar nicht, woher das kommt und irgendwie legt sich das auch mit den Jahren nicht. Ja, vielleicht sollte ich es irgendwie vermeiden, diese längeren Pause entstehen zu lassen. Aber manchmal kommt ja das Leben dazwischen und man hat einfach keine Chance, als einfach eine Drehpause einzulegen. Aber sei es wie es sei. Ihr wisst ja, dass Generations- bzw. Familienromane für mich ein Genre ist. Ich betitel das jetzt einfach mal als Genre, die für mich eine sehr, sehr starke Anziehungskraft haben, einfach weil ich sie sehr, sehr gerne lese. Ich habe da tatsächlich meine Freude daran, ich lese sie unheimlich gerne und ja, ich kann da kaum widerstehen. Und als dieses Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, in meiner eigenen Bücherblase aufgetaucht ist, dachte ich mir sofort, das ist ein Buch für mich. Es beinhaltet Berge, es beinhaltet den gesagten Familienroman bzw. Generationsroman und ich habe irgendwie das Gefühl, ja, das könnte ein Buch für mich sein. Und aus diesem Grund dachte ich mir so, was mache ich denn? Ich habe doch eigentlich mein Buchkaufverbot und dachte mir so, naja, aber wenn ich so einen Bock drauf habe, dieses Buch zu lesen und einer meiner Vorsätze für dieses Jahr war ja mehr auch so nach was ich Lust habe zu lesen, da mehr drauf zu hören. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, also beziehungsweise habe ich das Buch beim Bloggerportal angefragt und ob sie mir denn dieses Buch zur Verfügung stellen würden. Sie haben mir dieses Buch zur Verfügung gestellt, wo ich eigentlich dachte, dass das nicht passieren wird, weil dieses Buch tatsächlich in aller Munde war, also sehr, sehr häufig in die Kamera gehalten worden ist, was dieses Buch absolut verdient hat. Mal so am Rande und war dann sehr, sehr überrascht, als sie mir dieses Buch zur Verfügung gestellt haben und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz recht herzlich für dieses Buch bedanken beim Verlag. Für euch von weg, weil mir dieses Buch zur Verfügung gestellt worden ist, handelt es sich trotzdem bei mir um meine ganz eigene persönliche Meinung. Ich wurde durch nichts beeinflusst und ja, es ist meine ganz eigene persönliche Meinung, wie ich dieses Buch finde. Der eine oder andere kann sich vielleicht jetzt denken, um welches Buch es sich handelt, weil es war hier und da doch zu sehen auf Instagram, auf YouTube und noch auf diversen anderen sozialen Medien, die es so gibt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht noch ein kleines Ticken mehr besprochen wird, gehypt wird, weil ich finde, dieses Buch hat es tatsächlich verdient. Und zwar rede ich von Bergland, von der Autorin Jaka Krupsova aus dem Wunderraum Verlag. Dieses Buch wurde am 24. Mai 2021 veröffentlicht und hat insgesamt 288 Seiten. Es ist der Debütroman der Autorin, also ihr Einzeldebütroman, sage ich mal, vor allen Dingen in diesem Genre, also Roman. Die Autorin ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt durch ihre Co-Arbeit an dem Buch I'm Nurse. Dieses Buch war ja, ich glaube, Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres wurde sehr besprochen oder beziehungsweise war auch in aller Munde, weil, soweit ich weiß, in diesem Buch eine Krankenschwester über den Pflegezustand aktuell oder die Pflegesituation im Krankenhaus spricht. Nagelt mich nicht fest, denn ich habe dieses Buch I'm a Nurse nicht gelesen, so viel mein Kenntnisstand über dieses Buch. Da könnte die Autorin euch bekannt vorgekommen sein. Da hat sie quasi erst das Sachbuch veröffentlicht und aus diversen Zeitungsartikeln, denn die Autorin ist in dem Fall auch noch Journalistin. Um was geht es denn in Bergland? In Bergland erzählt uns die Autorin die Geschichte des Innerleiterhofs. Der Innerleiterhof ist der höchste Hof im tiefen Tal in Südtirol. Also wir finden uns in den tiefsten Alpen, in einem Alpendorf und dort speziell auf dem Innerleiterhof. Da ich ja gesagt habe, dass es sich hierbei um einen Familien- bzw. Generationsroman handelt, verfolgen wir die Geschichte nicht nur aus
einem Blickwinkel, sondern aus verschiedenen Blickwinkeln, und zwar zu verschiedenen Zeiten, bei verschiedenen Protagonisten. Als allererstes haben wir die Generation um Rose, die den Hof von ihrem Vater erbt, was zu ihrer Zeit sehr, sehr ungewöhnlich ist, denn wir befinden uns bei Rose, also in den jungen Jahren von Rose, in einer Zeit, wo eigentlich der Hof von Vater zu Sohn übergeben wird, aber in diesem Fall, und warum das so ist, müsst ihr natürlich selbst lesen, wird der Hof an Rose übergeben und sie muss ihren, einen Zweifel an diesen Hof zu übernehmen, überwinden, aber auch den Zweifel der anderen so ein Stück weit auch ebenfalls überwinden. Die zweite Generation, da befinden wir uns in der Generation von Rose Sohn Sepp, der seine ganz eigenen Pläne mit dem Hof hat und versucht, den Hof in ein neues Zeitalter zu bringen, und anschließend noch die letzte Generation, und zwar dem Enkel von Rose, und zwar Hannes und Franziska, die so ihre ganz eigenen Probleme haben mit dem Hof, aber auch mit sich selbst. Hauptaugenmerk liegt dabei allerdings auf den Protagonistinnen Rose und Franziska. Sie spielen hier eine sehr, sehr zentrale Rolle, und vor allen Dingen, welche Rolle sie für den Hof spielen. Die Männer haben zwar auch eine wichtige Rolle und sie werden in dieser Geschichte natürlich nicht vergessen, aber sie schreiten einen Schritt zurück. Und es geht mehr um die Frauen, wie sie auf dem Hof zurechtkommen, was auf dem Hof alles passiert und wie die Frauen damit umgehen. Und natürlich, was aus der Familie wird, was mit dem Hof wird im Laufe der Zeit und welche Widrigkeiten einfach überwinden werden müssen. So viel zu der Geschichte. Ich denke, ich habe euch so gut es geht den Inhalt so grob wie möglich zu verraten, damit ihr natürlich nicht gespoilert werdet. Ich finde ja immer, so gerne wie ich Generationsromane lese, so ungern in Anführungsstrichen fasse ich den Inhalt zusammen, weil man muss ja schon einiges so ein bisschen erzählen und ich habe immer die Angst, dass ich euch vielleicht doch spoilere. Aber ich denke, in dem Fall habe ich euch nicht zu viel verraten, aber ich habe euch so viel verraten, dass ihr ein Gefühl für dieses Buch bekommt, dass ihr ein Gefühl für den Inhalt bekommt und ich euch trotzdem nicht spoilere. Ich denke, dann kommen wir mal zu meiner Meinung zu diesem Buch. Mit Bertrand bekommen wir einen ganz typischen Familien- bzw. Generationsroman. Was meine ich damit? In Bertrand wird die Geschichte des Innerleiterhofes auf vielen verschiedenen Ebenen erzählt, beziehungsweise in vielen verschiedenen Zeiten, beziehungsweise auch in den Zeiten zu den Protagonisten. Das heißt, wir haben immer mal wieder einen Protagonistenwechsel und auch einen Zeitwechsel. Logischerweise ist, wenn Rose jung ist, kann Franziska in dem Moment noch nicht dabei sein, weil einfach unterschiedliche Generationen. Und in Bergland, wie ich schon sagte, ist Hauptaugenmerk auf die Protagonisten Franziska und Rose gelegt. Diese beiden Frauen bilden quasi die Vorhut und man merkt sehr, sehr deutlich, dass der Autorin diese beiden Protagonisten sehr, sehr wichtig sind. Die Männer in der Geschichte haben auch ihre zentrale Rolle, sind genauso wichtig für den Innerleiter Hof, allerdings treten sie so ein Stück weit in den Erzählungen zurück und es geht wirklich um die Protagonisten Rose und Franziska. Was ich an diesen beiden Protagonisten so erstaunlich finde, ist, dass beide zu zwei verschiedenen Zeiten leben, den Innerleiterhof übernommen haben, zu unterschiedlichen Zeiten geformt sind und dadurch auch irgendwie ein Stück weit eine andere Verformung bekommen haben, aber trotzdem in vielen Dingen sehr ähnlich sind, sehr ähnlich selbstbewusst, sehr ähnlich stark, aber doch hier und da wankend mit sich ins Hadern kommen, aber trotzdem ihren Weg finden, auch wenn das manchmal vielleicht ein Stück weit länger dauert. Ich finde es wunderbar geregelt von der Autorin, dass sie sich auf diese beiden Protagonistinnen konzentriert hat, dass sie da ihren Hauptaugenmerk drauf gelegt hat, weil ich habe das Gefühl, dass dadurch ihr die Zeichnung der Protagonisten am besten gelungen ist.
Ich hatte bei der Zeichnung der Protagonisten immer das Gefühl, dass sie sehr nah bei mir sind, dass ich sehr deutlich vor Augen hatte, dass ich sie sehr schnell in mein Herz schließen konnte. Und das ist mir aber auch bei den Männern gelungen, die ja, wie gesagt, ein Stück weit zurückgetreten sind. Also sie sind mir sehr, sehr deutlich vor Augen und ja, auch bis heute sind sie mir noch sehr, ich sehe sie heute noch sehr deutlich von mir, wie ich sie mir gedacht habe und welches Gefühl ich bei den Protagonisten hatte, als ich es gelesen habe. Ich finde, das schafft nicht jeder Autor, die Protagonisten so nahe zu bringen. Das hat Jakub Kubsova wirklich gut gelöst und ja, mir hat das sehr gut gefallen, die Zeichnung, aber auch den Aufbau der Geschichte durch das Augenmerk auf die Protagonistinnen. Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, war, dass ich als Städtler, sage ich mal, ebenfalls einen Bezug zu den Bergen in dem Zusammenhang mit dem Innerleiterhof bekommen habe. Wenn man das jetzt versteht, was ich meine. Ich habe natürlich, dadurch, dass ich in einer Stadt groß geworden bin und auch, ich sag mal, in einem Flachland groß geworden bin, zu 100% nicht den Bezug zu den Bergen, wie es jemand, der da aufgewachsen ist. Und ich fand, dass die Autorin es trotzdem geschafft hat, dass man dieses Gefühl zu dem Bezug zu diesen Bergen trotzdem transportiert hat über die Protagonisten. Und dieses Gefühl von Erhabenheit gegenüber den Bergen oder dieses Leben in den Bergen, dass es ein völlig anderes ist als jetzt hier bei uns in der Stadt oder vielleicht sogar auf dem Land, im Flachland, fand ich wirklich ungemein gut gelungen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte das Gefühl, dass ich mitten in den Bergen bin und dass ich ja auch einen Bezug zu den Bergen habe. Sicherlich, ich habe auch als Flachländler einen Bezug zu den Bergen und ich bin das ein oder andere Mal auch in den Bergen im Urlaub gewesen. Aber es ist ja, denke ich, doch nochmal was anderes, als wenn man dort lebt und ja die Berge Tag ein und Tag aus hat. In Generations- bzw. Familienromanen ist es ja üblich, dass zwischen den Zeiten und zwischen den Protagonisten hin und her gewechselt wird. Ich glaube, das ist ja eine Art des Schreibens, der bei Generationsromanen sehr üblich ist und das ist natürlich auch bei Bergland so. Ich finde aber immer, dass man so ein bisschen ein Feingefühl benötigt, um diesen Rhythmus so angenehm für den Leser wie möglich zu gestalten. Damit er nicht langweilig wird, damit er nicht zu schnell erzählt wird oder einfach nur zäh ist. Und ich fand, dass die Autorin hier auch ihr Talent bewiesen hat, dass sie diesen Rhythmus, ohne dass er zu schnell oder zu langsam erzählt wird, richtig gut gefunden hat und dass er diese Mischung aus wann wechsle ich jetzt, wann setze ich ein Kapitel auf, beenden und so weiter, richtig gut herausgearbeitet hat. Ich habe diese Wechsel sehr, sehr als angenehm empfunden. Ich habe es auch als sehr angenehm empfunden, dass diese Wechsel der Protagonisten und Zeiten nicht einem klaren Muster gefolgt ist. Also wir haben ab und an mal auch Protagonisten, die wir zweimal verfolgen oder auch mal etwas länger aussetzen. Und ich fand, das hat hier die Autorin wirklich sehr gut gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass sie hier so ein bisschen Fingerspitzengefühl gezeigt hat und dass sie hier auch es genutzt hat, um gut die Geschichte zu erzählen, um mal hier ein bisschen vielleicht schneller zu erzählen und auch an anderen Stellen vielleicht auch mal ein bisschen Tempo herauszunehmen, was mir sehr gut gefallen hat. Der Schreibstil ist hier ein sehr angenehm und leichter und ich finde, dass man dadurch sehr, sehr gut in die Geschichte hineinkommt. Also er nimmt einen sofort an die Hand und führt ihn einfach auf diesen Innerleiterhof. Es ist dadurch natürlich kein sehr hochtrabender Schreibstil. Die Sätze kennzeichnen sich eher dadurch aus, dass sie kurz und knapp sind. Aber ich finde, dass dadurch irgendwie das Leben auf diesem Hof nochmal verdeutlicht wird. Das heißt, wir haben nicht so viel Zeit, weil wir viel Arbeit haben und wir können einfach nicht so viel reden. Aber wenn ein Nachbar mal vorbeikommt von einem anderen Hof, dann reden wir doch mal und halten uns mal auf den neuesten Stand oder bringen uns mal auf den neuesten Stand.
Und so hatte ich das Gefühl bei diesem Schreibstil. Dadurch, dass er eben so kurz und knapp ist und vielleicht hier und da auch nur mal das Nötigste erzählt und die Menschen auf diesem Hof ja einfach dadurch gekennzeichnet sind, dass sie ja sehr, sehr viel zu tun haben. Und ich finde, das vermittelt sie über ihren Schreibstil wirklich sehr, sehr gut. Also mir hat er wirklich gut gefallen. Wer jetzt Angst hat, dass er hier in diesem Buch keinen Schmankerl findet, den er, was er markieren könnte, dem finde ich nicht so. Weil ich finde, dass auch in kurzen Sätzen das eine oder andere Schöne drin steckt. Und ich finde, dass das hier die Autorin auch sehr, sehr gut gemacht hat. Neben der eigentlichen Geschichte um den Innerleiterhof versteckt die Autorin auch ihre Gesellschaftskritik in diesem Buch. Und was ich so schön daran finde, ist einfach, dass man diese Gesellschaftskritik erkennt oder beziehungsweise ja die Kritik an bestimmten Punkten, die sie auch zeigt, aber diese Kritik uns nicht so entgegenspringt. Also man erkennt sie, man liest sie, man kann mit ihr arbeiten, man denkt über sie nach, aber sie springt einem nicht so penetrant ins Gesicht, sodass man das Gefühl hat, man macht hier irgendwas falsch, aber sie gibt uns viele Dinge an die Hand, wie ich finde. Zum einen zeigt sie uns neben dem Wandel des Innerleiterhofes und dem Wandel der Familie auch den Wandel der Berglandwirtschaft in den letzten 50, 60, 70 Jahren. Und dass eben nicht alles so schön ist. Um die Bergdörfer zu verbinden bzw. ja, an das Straßennetz anzuschließen, ist es notwendig, dass halt wie gesagt Straßen gebaut werden zum Beispiel und dass dadurch ja Höfe weichen müssen, dass Höfe niedergerissen werden, dass Familien dadurch umziehen müssen und ihren Familienhof zum Beispiel aufgeben müssen oder dass mit den Jahren die Höfe nicht mehr rentabel werden. Das ist ein Schritt, den uns die Autorin zeigt, dass Fortschritt nicht nur positive Seiten hat, sondern eben auch negative Seiten, dass durch Fortschritt die Landschaft ja verändert wird, dass Höfe ruiniert werden, dass ja Höfe ja rentabel werden müssen und ja, und das immer zu welchem Preis. Und ich fand, dass sie das so geschickt, diese Kritik, die sie hat, in diese Geschichte eingeflochten hat, dass sie, wie gesagt, uns nicht direkt mit der Faust ins Gesicht trifft. Neben der Gesellschaftskritik ist auch noch ein Fakt, den ich sehr, sehr gerne erwähnen möchte, und zwar, dass man hier merkt, dass Feminismus nicht nur in den offensichtlichen Dingen steckt, sondern auch in Dingen steckt, die wir so gar nicht vermuten. Und ich fand, das ist mir erst hinterher so wirklich klar geworden, dass ja in manchen Dingen auch noch viel getan werden muss, um vielleicht die Gleichstellung der Frau zu gewährleisten bzw. voranzutreiben oder dass Frauen hier ebenfalls wichtig sind und nicht nur Männer, wie halt zum Beispiel die Frauen Rose und Franziska an diesem Hof und dass sie ebenfalls eine zentrale Rolle spielen. Ich fand das so gut geregelt, ohne dass wir hier gleich ja aufgezeigt bekommen haben, dass es hier ja um ein feministisches Lektüre oder so handelt, fand ich sehr, sehr gut gelungen. Und natürlich, was zeigt uns die Geschichte ebenfalls noch, dass ja wir uns mit Menschen umgeben sollten oder mit Dingen umgeben sollten, die uns glücklich machen, die uns zufriedenstellen und die uns ein glückseliges Gefühl geben. Und natürlich, dass wir vielmehr die Natur in uns hineinlassen sollten, dass wir die Natur viel mehr beachten sollten. Ich denke aber, dass das ja wie viele Dinge kein neuer Hut sind, aber ich finde es hier auf so erfrischende Art und Weise uns nochmal erzählt, uns nochmal in Erinnerung gerufen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich kann euch zum Abschluss nur noch sagen, dass ich euch Bergland von der Autorin Jaka Kubsover nur empfehlen kann. Es war für mich ein absolutes Lese-Highlight und ich denke, dass dieses Buch auch zu den Jahreshighlights für mich für 2021 zählen wird. Also da brauche ich eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken, weil es zählt jetzt schon zu meinen Jahreshighlights dazu und ich kann es euch nur empfehlen. Es ist eine Reise in die Berge und vor allen Dingen auch nochmal eine andere Art und Weise, die Berge kennenzulernen, auch wenn es nur literarisch ist, aber diese Reise lohnt sich definitiv. Das einzige Manko, was ich habe, ist, dass dieses Buch
ja, viel zu schnell vorbei ist und ich gerne nochmal 100 Seiten dazu gehabt hätte. Aber es sind die Seiten, die sie sind und ich finde, jede Seite ist Gold wert. Ich kann es euch nur empfehlen. Schaut es euch an, lest in dieses Buch hinein und ja, taucht ab in die Alpen und auf dem Innerleiterhof. Das war nun meine Besprechung zu dem Buch Bergland. Ich hoffe, dass ich euch das Buch etwas näher bringen konnte und es vielleicht jetzt auf eure Wunschliste gewandert ist oder vielleicht liegt es sogar schon auf eurem Sub. Mich würde natürlich noch interessieren, liegt es auf eurem Sub oder habt es schon gelesen und wie war eure Meinung dazu? Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, habt schöne Lesestunden, bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss!